Hey Leute, herzlich willkommen zu einem Video. Heute möchte ich euch gerne ein nettes Gadget vorstellen, und zwar handelt es sich hier um so eine sogenannte White Noise Soundmaschine, hier vom Hersteller Rufi. Und nein, ich bin nicht im Dschungelcamp, aber das Gerät selber kann euch solche Geräusche wiedergeben, um einfach vielleicht entweder zu entspannen oder auch leichter einzuschlafen. Und das Gerät wollte ich einfach näher vorstellen, und ich würde sagen, direkt nach dem Intro legen wir los. Bis gleich. Sie oder wir, ich weiß, was ich wähle. Mission abgeschlossen. Gute Arbeit. So, willkommen zurück. Schauen wir uns das Gerät einfach etwas näher an. Es ist hier rund, hat auf der unteren Seite so Gummifüßchen, damit das Ganze hier auch stabil festsitzt. Und hier auf der unteren Seite haben wir dann hier unsere einzelnen Bedienelemente, mit denen ihr das Ganze hier steuern könnt. Auf der oberen Seite werden uns die einzelnen Optionen gezeigt oder auch die einzelnen Melodien, die wir hier jetzt auswählen können. Die werden hier dann jeweils nur beleuchtet, ausgewählt werden die dann hier unten nochmal mit diesen Bedienelementen. Und außerdem haben wir hier drin noch ein dezentes Licht eingebaut, das man auch noch steuern kann. Das zeige ich euch dann auch. Das geschieht dann hier oben per Touch-Gesten. Und auf der Rückseite haben wir dann noch unseren Stromanschluss. Hier haben wir auch noch eine Anzeige, dass das Ganze angeschlossen ist. Dann habt ihr hier auch die Möglichkeit, das Ganze an einen Kopfhörer oder auch an einen Lautsprecher anzuschließen, je nachdem. Und außerdem haben wir hier dann die Option, einen Timer zu stellen, und zwar einmal 30 Minuten, weiß nicht, ob man das sehen kann, 60 Minuten oder auch unendlich. So, da schalte ich das Ganze auch jetzt ein. Einfach hier die mittlere Taste kurz halten und schon geht auch der Lautsprecher an, auch mit dem ersten Geräusch hier. Ihr seht hier auch per kleine LED, welchen Soundbereich wir haben. Sagen wir mal hier jetzt Ventilatoren und so weiter. Und da gibt es dann nochmal 5 verschiedene Unterkategorien oder verschiedene Geräusche in dieser Kategorie. Und die wechselt ihr dann einfach hier mit der Taste. Da ist auf jeden Fall kein Favorit von mir dabei. Hier beim nächsten habe ich hier Regen. Das gefällt mir schon viel besser. Der ist auch ganz nice. Dann zum nächsten. Das habt ihr am Anfang schon gehört. Das ist auf jeden Fall auch richtig schön zum Entspannen, wie ich finde. Ihr könnt hier die Lautstärke auch erhöhen. Ihr seht hier auch, das Licht ist jetzt eingeschaltet auf pulsierend. Ihr könnt aber hier auch die Helligkeit fast stufenlos regeln, indem ihr hier einfach jetzt einmal wechselt und dann da drauf bleibt. Dann könnt ihr hier die Helligkeit hier erhöhen. Ich schalte auch gleich nochmal das Licht aus, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht. Und wenn das Licht auch stört, kann man auch ausschalten. Viele, habe ich gesehen, beklagen sich auch über den Lautsprecher. Wir haben ja hier keinen Party-Lautsprecher in meinen Augen. Das ist eigentlich einfach nur zum Entspannen. Und da muss es für mich in meinen Augen auch nicht richtig laut sein und auch hier keine mega Soundqualität haben. Das klingt auf jeden Fall für mich in meinen Augen richtig gut, also man kann damit was anfangen. Dann habt ihr hier, gehen wir einfach mal weiter. Wie gesagt, hier sind auf jeden Fall ein paar Töne, die mir richtig gut gefallen. Dann habt ihr hier so ein Meeresrauschen. Weiter. Das klingt so ähnlich, wie wenn man taucht oder mit einer Kamera einen Ton wiedergibt, finde ich.
Ihr seht auch, wir sind schon hier beim vorletzten angelangt. Hier haben wir dann ein Gewitter. Das klingt eher nach so einem ja, Herzschlag unter Ultraschall oder bei Babys. Wie so ein Brummen. Nee, also mit dem können wir auf jeden Fall nichts anfangen. Hier haben wir nochmal Delfine. Ist auch ganz nett. Und hier sogar noch eine Uhr. Wie gesagt, man macht hier nicht voll laut, man macht das Ganze auch etwas leiser, stellt es dann neben sich neben das Bett auf die Kommode und stellt dann hier einfach, wie gesagt, den Timer auf 30, 60 oder auf unendlich. Was aber cool ist, kurz vor Schluss, vor Ablauf der Zeit, wird es immer leiser, das heißt, es bricht nicht abrupt einfach ab, sondern wird immer leiser und schaltet sich dann auch komplett aus. So, und hier seht ihr auch nochmal das Licht im Dunkeln. Es ist wirklich sehr dezent, also es ist nicht stark oder störend. Und das soll es ja auch nicht sein, wenn man einschlafen möchte. Hier habt ihr, wie gesagt, die Möglichkeit auszumachen und hier so ein pulsierendes Licht. Das heißt, es wird immer etwas schwächer, dann wird es heller. Aber es ist immer noch angenehm, hier mal meine Hand daneben. Es ist nicht allzu stark. Und wie gesagt, hier könnt ihr das selber nochmal etwas regulieren. Ja. So, das war es eigentlich auch schon hier von dieser White Noise Soundmaschine von Roofy. Und wie gesagt, in meinen Augen ist es auf jeden Fall ein gutes Gerät. Weil, wie gesagt, einige sich beschwert haben über die Lautstärke oder den Lautsprecher. Wie gesagt, das ist hier kein Party-Lautsprecher à la JBL und so weiter, sondern einfach eine Einschlafhilfe. Hier muss es auch nicht unbedingt den besten Sound haben. Ich finde gut, dass man es leise stellen kann, denn ich brauche kein lautes Gewitter neben meinem Kopf, sondern ein angenehmes, leichtes Geräusch, wie so Regentropfen zum Beispiel, die runterprasseln oder auch diese Dschungelgeräusche finde ich ganz nett. Da brauche ich auf jeden Fall kein Donnern im Kopf, sage ich mal, wo einfach zu extrem laut ist. Wen das Gerät interessiert, ich werde das Ganze unten nochmal verlinken. Ihr könnt es euch gerne nochmal anschauen. Kostet zwischen 30 und 35 Euro bei Amazon und ist auf jeden Fall ein ganz nettes Gerät. Probiert es selber aus, als Einschlafhilfe für euer Kind, für Baby oder für euch selber auch einfach zum Entspannen nach harter Arbeit, um einfach besser abschalten zu können. So, an dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like da lässt und auch vielleicht ein Abo hinterlässt. Das ist natürlich kostenlos und wieder beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin, bleibt mir gesund, macht's gut, ciao, ciao.